Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BeamNG Drive. Schön, dass ihr eingestellt habt, ich bin euch gesagt, wir legen auch gleich los. Ich habe mir gedacht, wir hatten letztens ja den tollen Racetrack Hiroshi, dass wir da Fahrzeuge auf ihre Fähigkeiten testen, indem wir einfach die Strecke abfahren und schauen, wie schnell die Fahrzeuge hier durchkommen. Und heute testen wir diesen wunderschönen Cadillac Deville. Und ich bin schon gespannt, was für eine Zeit er schreibt. Ich habe hier auch eine schöne Stoppuhr, die wir auch benutzen werden. Und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie der sich hier machen wird. Ich bin mit dem hier noch nicht gefahren, also keine Ahnung, wie der sich so in extremen Situationen fahren wird. Wir werden natürlich schauen, dass wir schnell fahren, aber sicher. Denn schlimmer ist es, wenn wir einen Unfall bauen. Also, Daumen drücken und dann würde ich sagen, geht's los bei 3, 2, 1. Oh, der will das Heck immer gleich kommen. Das ist ja eine richtige Driftmaschine. Total untypisch für einen Cadillac. Aber er fährt sich gut. Sicher, würde ich sagen. Eieiei. Aber man würde erwarten, dass dieses Fahrzeug sich scheiß schwer fährt, aber es geht eigentlich. Also, dass er viel Gewicht hätte, mit dem er zu kämpfen hat, aber es lässt sich erstaunlich vernünftig bewegen. Auch in den Kurven. Er zieht nicht zu sehr in eine Richtung. Zerrissen. Letzte Kurve. Und Zielgerade. Yeah. Boah, der flabbert das ganze Auto. 1,52. Das notieren wir uns. 1,52 hat der gute Cadillac Deville gebraucht. Ja, ein schönes Fahrzeug. Wir werden schauen, dass das alles natürlich gerecht bleibt. Sprich, dass das nächste Fahrzeug auch noch nicht diese Strecke gesehen hat. So dass wir schauen, dass, dass die Voraussetzungen für jedes Fahrzeug gleich sind. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.